Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin moin, liebe Stammis, der erste Bundesligaspieltag des neuen Jahres 2024 ist Geschichte und wir sprechen in dieser Folge natürlich ausführlich drüber. Ich hatte es schon angekündigt, Van Helsing ist wieder da. Grüß dich, Junge. Hello again. Und wir fangen an mit dem BVB, die das Topspiel bestritten haben bei Darmstadt gestern Abend. Ab 18.30 Uhr gab es diese Partie bei den Kollegen von Sky. Und Jörg Weiler, unser BVB-Reporter, war vor Ort und fasst mal aus seiner Sicht das Spiel für uns alle zusammen. WhatsApp ab. Ja, lieber Kilian, Pflichtaufgabe erfüllt, so kann man es zusammenfassen. In der ersten Halbzeit hat Borussia Dortmund ganz schön einen abgebrochen beim Tabellenletzten. Da ist man zwar durch Julian Brandt mit 1-0 in Führung gegangen, aber das war schon sehr dürftig, was die Mannschaft von Trainer Edin Terzic da gezeigt hat. In der zweiten Hälfte, muss man sagen, ging ein Ruck durch die Truppe, als dann Jadon Sancho endlich eingewechselt wurde. Er war es auch, der das 0-2 und somit die Entscheidung vorbereitete durch den Treffer von Marco Reus. Und dann setzte Youssoufa Moukoko noch mit einer sehenswerten Einzelleistung den Deckel drauf auf dieses 0-3 bei Darmstadt 98. Pflichtaufgabe erfüllt, aber nicht mehr und nicht weniger. Bis die Tage. Ich stimme da Jörg zu 100% zu. Wie geht's dir? Ja, also es war ein Pflichtsieg, den man in den Wochen vor der Winterpause auch nicht immer vom BVB erwarten konnte. Also leistungstechnisch fand ich, war es schon ein Schritt nach vorne. Also gerade die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit auf jeden Fall, ja. Und da müssen wir ja auch über Sancho dann reden. Also als der reinkam, du hast ja auch so ein bisschen gesehen mit Reus, so diese alte Connection hast du schon noch wieder da gesehen. Das war schon spielerisch dann deutlich besser zum Schluss. 27 Ballkontakte hat er gehabt ab seiner Einwechslung, so gut 30, 35 Minuten inklusive Nachspielzeit hat er gespielt. Du hast die Vorlage auf Marco Reus zum 2-0 angesprochen, er hat auch über 15 Sprints angezogen, also hat sich da sehr, sehr gut eingebracht und man muss ja immer noch bei Jadon Sancho dazu sagen, 140 Tage kein Fußballspiel bestritten, also dafür war es ein ordentlicher Auftakt. Muss ich auch sagen, ich war ein bisschen skeptisch, als der Transfer ja vollzogen wurde vom BVB. Muss aber ehrlich sagen, was man halt immer wieder unterschätzt, ein Spieler von der technischen Klasse, die er einfach besitzt, in so einem Spiel wie gegen Darmstadt, da ist der Unterschied dann einfach so offensichtlich einfach, was das für eine andere technische Klasse ist. Und ich meine, das Talent, auch das technische Talent, das hat er immer noch unbestritten, auch egal wie lange er nicht gespielt hat. Es ist auch dann jetzt eine Fitnessfrage, wie schnell er wieder auf 100% ist für Spiele dann gegen Leverkusen und was weiß ich nicht alle. Aber das Debüt auf jeden Fall ist ihm, ja, also das Comeback ist ihm gelungen. Also André und ich waren ja durchaus hyped. So ging es mir auch gestern vor der Partie. Dafür hat mich dann die erste Viertelstunde, 20 Minuten vom BVB doch enttäuscht. Am Ende kann man dann auch dazu sagen, die Einwechslung von Sancho und auch das Beginnen von Jamie Bynoe-Gittens haben dem BVB irgendwie diesen Sieg eingefahren, weil ohne die Einzelaktion geht die Tür in der ersten Halbzeit für den BVB wahrscheinlich auch gar nicht auf. Ne? Jamie Bynoe-Gittens über die rechte Seite da einmal durchmarschiert, einen tollen Pass gespielt auf Julian Brandt, der dann vollendet hat. Das war das 1-0 und dann Sancho, das haben wir alles angesprochen. Also es war dann summa summarum, dank der zweiten Halbzeit auch ein verdienter Sieg für den BVB, auch in der Höhe. Moukoko dann gut, dass er getroffen hat. Er hat auch noch ein 4-0, glaube ich, machen können. Sie können sich zwischendurch aber auch einmal bedanken bei Gregor Kobel, der phänomenal auf der Linie einmal ein Ding pariert. Ne? Aber unterm Strich stehen 3 Punkte Rückstand jetzt auf RB Leipzig, über die sprechen wir später in dieser Episode noch. Die haben verloren. Also von daher, das ist der richtige Auftakt zur richtigen Zeit für Edin Terzic und Co. Ja, und ich meine, das musste ja auch passieren. Also was wäre jetzt geschehen, wenn die das Spiel jetzt in den Sand gesetzt hätten? Also du sagst das richtig mit Kobel. Wenn der da das Ding nicht irgendwie monströs noch rausfischt, steht es 1-1. Bei der Situation der Truppe, ob das mit dem Selbstvertrauen dann alles so noch gewuppt wird, sei mal dahingestellt. Aber ja, bringt natürlich für Terzic auch jetzt erstmal wieder Ruhe rein, ne? Lass uns mal ganz kurz noch über Matzen sprechen, den neuen linken Verteidiger. Mats Hummels ist ja ausgefallen. Matzen dafür auf der linken Seite, klar, Innenverteidiger, linker Verteidiger, das ist ein bisschen was anderes. Schlotterbeck hat da sowieso in der Innenverteidigung gespielt. Aber der Neuzugang, beziehungsweise ist ja auch ein Leihspieler, so wie Sancho von Chelsea gekommen, der hat es richtig gut gemacht. Auch da in der Anfangsphase nicht so richtig aufgetaucht, hatte auch seine Problemchen, aber letztendlich hinten raus in dem Spiel einer der besten Akteure auf dem Platz. Über 30 Sprints angezogen, schnellster Spieler auf dem Platz. Also die Verpflichtung, die wird sich hoffentlich auszahlen für den BVB. Die muss sich auch auszahlen. Also du hattest ja irgendwie keine richtig ernstzunehmende Alternative auch zu Benze Baini, der in der Hinrunde nicht wirklich gut war. Katastrophe.
Katastrophe. Nennen wir das Kind einen Namen. Ja, kann man schon sagen, denke ich, ja. Oder zumindest nicht konstant auf einem einigermaßen guten Niveau. Deswegen brauchtest du da eine ernstzunehmende Alternative. Riasson hat das ja hin und wieder gemacht, aber der ist ja angestammter Rechtsverteidiger, das weißt du ja auch. Und auch jetzt verletzt. Und verletzt, natürlich, der fehlt noch. Da braucht sie eine Top-Alternative und ja, also ich meine, wir müssen natürlich immer noch sagen, es war Darmstadt jetzt im ersten Spiel. Der Eindruck war aber gut. Lass uns mal abwarten, wie der sich dann auch auf Top-Niveau in den richtig großen Spielen dann schlägt. Aber ja, auch gut reingestartet. Eine Sache noch, wieder eine bittere Geschichte, weil die in Fußballstadien immer mal wieder vorkommt von Helsing. Es gab wieder einen Zwischenfall auf der Tribüne, musste jemand wieder ärztlich versorgt werden. An der Stelle einfach gute Besserung, ne? Ja, auf jeden Fall, klar, gute Besserung. Gut, lieber Van Helsing, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Konferenz vom Samstagnachmittag, die, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht vergnügungssteuerpflichtig war. Das war alles sehr, sehr zäh und wir hatten es gestern in der Episode schon gesagt, so ein bisschen Winterschlaf ist da noch am Start. Nur 6 Tore gefallen in den Partien, die da über die Bühne gegangen sind. Ein ganz, 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 ganz spätes Tor ist gefallen für Bayer 04 Leverkusen in Augsburg. Die haben dort 1-0 gewonnen und wir können gleich drüber sprechen, hören aber erstmal rein in die Sprachnachricht von unserem Reporter Pippo Ahrens. Ja, geil! Hallo Kili, du hörst die 2300 mitgereisten Leverkusener Fans. So viel wie noch nie bei einem Auswärtsspiel in Augsburg der Werkself mitgereist waren. Sekunden vor Schluss war es Weltmeister Ezequiel Palacios, der Leverkusen zum 1-0 Sieg schoss und damit zur erstmaligen Herbstmeisterschaft nach 14 Spielzeiten. Jetzt tanzen die Leverkusener vor ihrem Block. Es war ein verdienter Sieg, aber ein verdammt hartes Stück Arbeit. Das muss man wirklich sagen. Denn die Augsburger, die haben es ganz toll verteidigt, die Leverkusener Angriffe. Aber eben kurz vor Schluss, dieser Geniestreich von Ezequiel Palacios brachte Leverkusen doch noch auf die Siegerstraße. Das Spiel hatte begonnen mit einer Überraschung. Florian Wirtz war nicht in der Startformation. Er hatte unter der Woche Probleme im Hüftbereich gefühlt. Xabi Alonso ging kein Risiko ein auf dem Acker hier in Augsburg und brachte seinen Nationalspieler dann erst in der 60. Minute. Leverkusen wurde zum Ende hin immer druckvoller. Und schließlich war es also Palacios, der in dieser Saison so überragende Weltmeister bei Bayer 04, der Leverkusen zum Sieg schoss. 26 Spiele ist die Mannschaft ungeschlagen. Tja, und wer solche Spiele gewinnt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen wird Meister, oder Niklas Heising? Es ist zumindest so der erste Schritt zur Meisterschaft, diese Spiele zu gewinnen. Aber da denke ich auch zum Beispiel an den BVB der letzten Saison, da haben wir das auch gesagt, als die viele dreckige Spiele gezogen hatten, immer mal wieder, dass du eben diese Spiele gewinnen musst. Der Unterschied ist halt, es ist spielerisch eine ganz andere Dimension, was Leverkusen da gemacht hat. Ne? Also auch in Augsburg an einem guten Tag machen die 4 Tore, auch wenn Augsburg das gut verteidigt hat, das muss man sagen. Aber ja, du hast recht, also Leverkusen, das ist schon echt brutal. Und jetzt kommt auch noch so dieser Bayer-Dusel auf einmal dazu, ne? 45 Punkte haben die jetzt nach der Hinrunde auf dem Konto. Das haben die Bayern 3-mal geschafft unter Pep Guardiola. Also Xabi Alonso ist genauso gut wie sein Mentor. Und denken wir auch mal dran, da war auch viel Umstellung jetzt mit dabei. Leverkusen war jetzt nicht vollends überzeugt. Augsburg, muss man auch sagen, hat es sehr gut gemacht. Haben die Dreierkette, die ja komplett neu formiert war, ohne Tapsoba, Kusunu, Tah wurde auch geschont, weil er gelb gesperrt gefährdet war für das wichtige Spiel nächste Woche gegen Leipzig. Augsburg hat es wirklich wahnsinnig gut gemacht mit diesem Anlaufen. Das hat die schon unter Druck gesetzt, aber letztendlich war Leverkusen 12-0 Ecken, 69% Ballbesitz. Also in vielen Bereichen einfach besser. Hatten auch super viele Torschüsse, ja. Ja, und ich meine, das ist ja eben das Ding, was diese Mannschaft so auszeichnet. Also selbst mit der Rotation ist halt so viel Qualität auch einfach in der Breite, dass selbst, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, die Zweitvertretung, dass die selbst Augsburg, ja, phasenweise, muss man schon sagen, an die Wand gespielt hat. Also wir loben Augsburg. Trotzdem, ich wiederhole mich da auch nochmal, an einem guten Tag macht Leverkusen 3-4 Tore und es ist gar keine Sache, dass es nochmal knapp wird eventuell am Ende. Schon krass, dass es erst das dritte Mal in dieser Saison überhaupt war, dass Leverkusen in der ersten Halbzeit kein Tor macht. Ne? Also Das dritte Mal erst in der ersten Halbzeit ohne Tor. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon crazy, ne? Diese 26 Pflichtspiele jetzt auch ohne Niederlage, die Pippo angesprochen hat. Ist alles schon ziemlicher Wahnsinn. Werbung. Liebe Stammis, ihr kennt ja mittlerweile unseren Partner Neobet. Die sind auch Partner unserer heutigen Folge. Und bei Neobet gibt es etwas ganz, ganz Feines, und zwar das Spielerduell. Da könnt ihr tippen, dass der Spieler eures Vereins mehr Tore schießt als der des anderen Vereins. Also zum Beispiel bei mir jetzt, ja, ich bin ja Werderaner. Sonntag Werder in Bochum. Duxch trifft öfter als Pacienza.
Kreuzer zum Beispiel. Ja, Kuss geht raus erstmal an Neobet wieder und die haben was ganz Spezielles für euch, liebe Stammis. Es gibt 10 Euro gratis Wettguthaben für Neukunden mit dem Code STAMMPLATZ10 auf neobet.de oder in der App. Könnt ihr da auch ganz einfach machen. Einfach bei der Registrierung auf neobet.de den Code STAMMPLATZ10 zusammen und 10 als Zahl eingeben und sofort landen 10 Euro gratis Wettguthaben ohne Einzahlung, unverbindlich und kostenlos auf deinem Wettkonto. Ja, und okay, die Einzahlung ist ein gutes Stichwort. Zusätzlich auf die erste Einzahlung erhält man 200% Bonus bis zu 50 Euro. Zahlt man also 25 Euro ein, bekommt man 50 Euro Wettguthaben on top. Also insgesamt 75 Euro. Alles legal und offiziell, denn Neobet hat eine deutsche Lizenz, ist also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de. Werbung Ende. Dann machen wir weiter mit Freiburg gegen Union. 0-0 am Ende, ein sehr wichtiger Punkt und ich bin mit diesem Punkt glücklich. Ich hatte das ja schon angekündigt, mit dem Unentschieden bin ich zufrieden. Das bin ich tatsächlich auch. Das war der erste Auswärtspunkt nach 5 Monaten für Union. Unter Bjelica läuft es eigentlich ganz gut. 7 Punkte aus den letzten 4 Spielen. 500. Ligapunkt auf der anderen Seite für Christian Streich und man muss da ganz klar festhalten, der SC Freiburg war die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Union darf sich bei Frederik Rönnow bedanken. Griffo hatte in der ersten Halbzeit einen wahnsinnigen Kopfball, den er mit einem super Reflex hält. Auch Salah hat nochmal eine Chance gehabt, wo es knapp am Pfosten vorbeigeht. Von daher war es schon sehr, sehr glücklich, aber der Punkt halt für Union auch super wichtig jetzt. Bei dem Spiel fand ich fast am beeindruckendsten, das war vor dem Spiel und zwar bei der Schweigeminute für Franz Beckenbauer. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hattest, aber Streich sind ja die Tränen gekommen tatsächlich. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, also der ist so Fußballliebhaber und ich meine wahrscheinlich Beckenbauer auch Idol gewesen. Kann natürlich sein, irgendwie in die Richtung. Und das hatte man bei Sky, hatte man das kurz sehen können. Also da waren ihm tatsächlich die Tränen gekommen. Ja, also zeigt nochmal, was für ein Mensch der einfach ist, ne? Ja, grandioser Typ und an dem Tag, an dem großen Gedenktag für Franz Beckenbauer dann den 500. Ligapunkt mit dem SC Freiburg zu holen, auch eine schöne Geschichte, dann macht's, glaube ich, ganz rund für Christian Streich. Mainz gegen Wolfsburg endet ebenfalls unentschieden 1-1. Wolfsburg war relativ früh in der 12. Minute durch Czerny in Führung gegangen. Es war dann auch schon das 7. Gegentor für Mainz 05 in der Anfangsviertelstunde. Kein Ligateam hat übrigens mehr. Sie haben es dann trotzdem noch ausgeglichen mit einem herrlichen ein Tor von Wittmer, vom Kapitän. Also da über den Schlappen gerutscht das Ding und dann lang rein ins linke Eck. Also es war ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch nochmal für Mainz 05 und dass sie da zurückgekommen sind in diesem Spiel. Ja, schon, auf jeden Fall. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein großer Fan von dem Kovac-Fußball. Und das war auch wieder so ein Paradebeispiel. Also Wolfsburg mit der ersten Aktion machen die das Tor und sind dann aber eigentlich permanent unter Druck gegen eigentlich ja vermeintlich deutlich schwächere Mainzer, die halt da unten drin stehen. Und das Tor von Wittmer ist natürlich überragend. Am Ende kann Mainz das sogar auch noch gewinnen. Wittmer hatte noch eine gute Chance. Das wäre natürlich für die Mainzer wäre das sensationell wichtig gewesen. Aber ja, also wenn ich an VfL Wolfsburg denke, denke ich an 1-1. Das wird irgendwie immer so sein, solange Kovac der Trainer ist. Deswegen für mich kein überraschendes Ergebnis. Kommen wir zu der Partie, die du als Spielschreiber hier aus Berlin betreut hast, nämlich RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel ist relativ schnell erzählt. Leipzig hat das Spiel gemacht, hatte auch 26 Torschüsse in kein Ligaspiel. In dieser Saison hatten sie mehr. Am Ende ist das Ergebnis aber 0-1 aus Leipzigs Sicht. Ja, also du sagtest ja zu Beginn, es gab nur 6 Tore an diesem gesamten Spieltag. Leipzig hätte alleine, glaube ich, die 6 machen können, theoretisch. Vielleicht sogar müssen. Ja, also sie starten schwach, kassieren direkt das 0-1 und dann sind sie so allmählich wach geworden. Aber lass uns nochmal über dieses 0-1 reden. Ja, also der Pass, der Querball, diese lange Flanke von Nkunku um die halbe Abwehr herum. Super Laufweg von Knauf, den dann schön reinknallt. Also das war ein geiles Tor in der 7. Minute. Knauf und auch Kevin Trapp hatten nachher noch in der Mixzone erzählt, dass sie es genauso einstudiert hatten. Also war tatsächlich irgendeine Art von einer Variante. Ja, und für RB natürlich super bitter. Dazu kommt noch, die suchen gerade die ganze Zeit noch nach Kaderverstärkung in der Offensive und verballern dann so viel. Dazu kommt der Vorsprung, den sie jetzt auf Frankfurt hatten. Der ist jetzt wieder ein bisschen geschmolzen, ist jetzt bei 6 Punkten. Also die Eintracht schielt so ein bisschen jetzt wieder auf die Champions-League-Plätze. Von hinten kommt da ein bisschen was auf Leipzig zu. Die Dortmunder kämpfen ja auch weiter drum. Das Champions-League-Rennen wird relativ spannend. Ich habe eine Sprachnachricht bei Ulrika Sickenberger, unserer Eintracht-Reporterin, bestellt, weil die hat mal genau auf die Debüts von Kalajdzic und auch Donny van de Beek geguckt und da hören wir jetzt einmal kurz rein.
Beide standen in der Startelf, beide haben gut 60 Minuten durchgehalten. Gerade bei Kalajdzic, muss man sagen, hat man erkannt, warum Eintracht genauso einen Spieler gebraucht hat, nämlich einen großen, den du vorne anspielen konntest, der die Bälle gehalten hat, weitergeleitet hat. Er hatte jetzt nun nicht unbedingt die großen Torszenen, das konnte man aber auch nicht erwarten in Leipzig. Und bei Donny van de Beek war auch sehr, sehr engagiert mit einigen guten Ideen. Auch da das Problem für ihn, Eintracht war halt extrem in die Abwehr gezwungen und musste auch viel verteidigen. Das ist natürlich dann für Offensivspieler immer ein bisschen schwierig. Trotzdem, das, was heute zu sehen war, zeigt, dass Eintracht da wirklich zwei sehr gute Spieler geholt hat, die absolute Verstärkungen sein können und die auch dann, wenn die Frankfurter das Spiel machen müssen und sagen wir mal auch ein bisschen mehr Aktionen in der Offensive haben, dann sind die zwei hundertprozentige Volltreffer und können echte Verstärkungen werden. Ja, da kann Markus Kosche mit dem bisherigen Verlauf des Transferfensters auf jeden Fall schon mal zufrieden sein. Auch wenn es ja defensiv geprägt war, dieses Spiel in Leipzig. Also man hat schon in Ansätzen gesehen, dass die beiden Eintracht Frankfurt auf jeden Fall weiterhelfen können. Ja, schon, definitiv. Also wie gesagt, das war das erste Spiel. Die waren jetzt frisch verpflichtet, sofort in der Startelf. Gib denen mal 2-3 Wochen und lass uns dann nochmal drauf schauen, wie es bei denen aussieht. Aber ja, ich meine, die Veranlagung ist bei beiden Spielern da. Das ist ja gar keine Frage. Ja, und man darf bei beiden auch nicht vergessen und muss da mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Die haben beide nicht viel gespielt, sowohl bei Wolverhampton, Kalajdzic, als auch Donny van de Beek bei Manchester United nicht. Also von daher auch da mal die Kirche im Dorf lassen. Letztes Spiel vom Samstagnachmittag war Köln gegen Heidenheim. Die Heidenheimer sind ja durchaus mit Selbstbewusstsein dort angetreten, hatten vor Weihnachten 3 Spiele in Folge gewonnen, bevor es dann in die Winterpause ging. Köln auf der anderen Seite natürlich viel los zwischen den Jahren und auch nach der Trennung zwischen Köln und Steffen Baumgart, jetzt Timo Schulz in Amt und Würden. Es begann alles sehr, sehr gut für den ersten FC Köln. Selke, 5. Saisontor, kurz vor der 30. Minute die Kölner in Führung gebracht. Bisschen Glück gehabt, aber keins, glaube ich, ganz gut gemacht über außen, dann die Flanke rein und Selke, wie gesagt, mit Glück dann zum 1-0. Bis dahin hatte Heidenheim gar keinen Stich gesehen von diesem Spiel. Kein Torschuss, nichts nach vorne, Köln hat eigentlich alles gemacht und dann ab dieser 1-0-Führung dreht sich das Spiel eigentlich so ein bisschen und führt sich dann fort in der zweiten Halbzeit, wo, na klar, Heidenheim durch einen Eckball von Jan-Niklas Beste zum Ausgleich durchwegkommt. Ja, es hatte so seine Slapstick-Einlagen irgendwie, dieses Spiel. Also, ja. Ich meine, dass das 1-0, du sagtest schon, der Ball kullert da irgendwie über die Linie. Da gab es doch die eine Szene, wo, ich weiß jetzt nicht, welcher Kölner es war, aber der klärt im eigenen Strafraum einem Heidenheimer genau vor den Fuß. Zu Kleindienst war es, ich weiß auch nicht mehr, welcher Kölner es war, aber quer durch den eigenen. Aus 4 Metern drüber. Und dann gab es noch die Szene in der zweiten Halbzeit irgendwann, wo der Heidenheim-Keeper Müller einfach den Ball durch die Finger flutschen lässt und er geht an Pfosten. Ja. Also das Spiel hatte irgendwie so ein paar Momente, wo es halt hätte irgendwie in beide Richtungen kippen können. Du merkst aber auch irgendwie die Nervosität bei beiden Teams. Natürlich gerade auch beim FC ist die Lage ja extrem. Ja, für Timo Schulz natürlich bitter. Beim Einstand hätte man natürlich gerne den Sieg mitgenommen gegen den Aufsteiger. Ja, für Selbstbewusstsein. Und auch schon wieder diese Tatsache, dass du zum 4. Mal in dieser Saison nach 1-0-Führungen ein Spiel nicht gewinnen kannst, irgendwie blöd. Weil, wie gesagt, bis zu der Führung war Köln die klar bessere Mannschaft. Ja, das stimmt. Was ich noch ganz schön fand, ist, dass Justin Diehl endlich mal eingesetzt wurde. Ich finde ja immer, man konnte Steffen Baumgart nicht allzu viel vorwerfen, was er aus dem Kader trotz allem gemacht hatte. Das, finde ich, muss man ihm vorhalten, dass er Justin Diehl halt irgendwie nicht früher einsetzen wollte. Es ging halt immer um diese Tatsache, Justin Diehl ist eigentlich wechselwillig, möchte weg und Steffen Baumgart hat gesagt, ja, warum soll ich einen Spieler für 6 Monate hier weiter ausbilden und dann ist er weg, weil davon haben wir nichts. So war sein Tenor ungefähr. Klar, das war sein Tenor, ja. Ich finde aber trotzdem, du konntest jetzt schon, der hat jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, knapp gespielt, du konntest trotzdem sehen, also ich meine, der hat Veranlagung, die hat sonst kein anderer Spieler in dem Kölner Kader und wenn du Spiele gewinnen musst, musst du Tore machen. Da hilft er dir ungemein bei, weil ich meine, der bringt eine Kreativität mit, die sonst wahrscheinlich nur Florian Kainz in dem Kader hat und sonst keiner. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns noch einmal ganz kurz auf die heutigen Sonntagsspiele schauen. Um 15.30 Uhr gibt es 14. gegen 13. Bochum gegen Werder und vor allen Dingen für Werder ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich habe es mal nachgeschaut. Bis Ende Februar heißen die Gegner eben Bochum, Mainz, Heidenheim, Köln und Darmstadt, also 5 direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenhalt für Werder Bremen. Verdammt wichtige Nummer. Verdammt wichtig und es wird verdammt eklig. Bochum immer eklig zu bespielen, natürlich vor allem zu Hause. Hat irgendwie so, ja, klingt irgendwie nach einem 1-0
2-1-Sieg für den VfL, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da fallen ein paar mehr Tore. Ich glaube, wir sehen mindestens 4 Buden. Bin echt drauf gespannt. Bei Bochum muss man sagen, ohne Asano, der ja beim Asiencup aktuell ist, wird wahrscheinlich ersetzt durch Antwi Adjei. Und eine Transfer-News in Sachen Werder Bremen noch. Die bemühen sich, und das hat Clemens Fritz auch jetzt öffentlich schon bestätigt, um einen Verteidiger, einen Argentinier. 22 Jahre alt ist er und heißt Julian Malatini. Spielt noch in der ersten argentinischen Liga. Werder hat ja große Verletzungssorgen hinten drinne in der Innenverteidigung durch die Ausfälle von Pieper und Veljkovic. Also da müssen sie auf jeden Fall was machen, und das scheint jetzt der Transfer zu sein, den sie realisieren möchten. Und dann haben wir noch 17.30 Uhr heute Gladbach gegen Stuttgart. Ne, Gladbachs Defensive auch angeschlagen, ähnlich wie bei Werder. Itakura beim Asiencup, Wöber gesperrt. Dafür gibt es wahrscheinlich Friedrich. Vorne drin Schwanschara. Wahrscheinlich fällt er aus mit Knöchelproblemen. Und Stuttgart, ja, bei denen ist eigentlich alles an Bord, bis eben auf Guirassy. Jetzt muss halt Undaf ran, aber ansonsten unter der Woche gute Nachrichten. Milo unter anderem verlängert, Waldemar Anton glaube ich auch. Also ich glaube, das wird eine klare Sache für Stuttgart. Ich glaube auch, also wenn du gegen ein Team keine Abwehrsorgen haben willst, dann eigentlich Stuttgart, auch wenn Guirassy fehlt. Ich meine, er hat ja auch schon mal verletzungsbedingt während der Hinrunde gefehlt, und da hat es Undaf auch sehr, sehr gut gemacht in der Vertretung. Deswegen, ich glaube, da wird Stuttgart natürlich was fehlen, aber nicht allzu viel. Und ich denke mal, so ein 3-1, vielleicht auch ein 4-1, irgendwie so, da wird sich das einpendeln. Hohes Ding. Lieben Dank, Van Helsing. Lieben Dank, dir. Liebe Stammis, fürs Zuhören. Wir machen den altbekannten Deckel drauf und hören uns morgen wieder. Dann ist der liebe Kollege André Albers zurück. Mein Bärchen. Ciao, ciao. Tschö, mädö. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.